Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn eine Partei wie die AfD, deren Äußerungen man ja sonst auch mitbekommt, sich zur Frage von invasiven Arten und dem Umgang damit äußert und einen Antrag dazu stellt, dann hat das für uns schon einen ziemlichen Beigeschmack. Und wie Sie in Ihrem Antrag die Problematik vollkommen überdramatisieren, vollkommen übertreiben, weil die Problematik bei weitem nicht so groß ist, wie Sie sie darstellen. Das zeigt aus unserer Sicht allenfalls, dass Sie in Fragen von Einwanderung irgendwie ein massives, irrationales Problem haben und völlig unbegründbare Ängste. Und ja, das gehört zum Thema bei Ihnen, glaube ich, dazu. Und dann will ich Ihnen noch einen Satz, sagen, wenn Sie sich die Mühe gemacht hätten und mal auf die Website des Ministeriums gegangen wären, auf die Website des LANUF gegangen wären, dann hätten Sie feststellen können, dass all das, was Sie fordern, längst in Gang gesetzt ist, dass es auch schon vorher im Landtag, im Bundestag, im Europaparlament, überall vor der AfD Politiker gab, die diese Dinge auf den Weg gebracht haben. Deshalb braucht es Ihren Antrag an der Stelle überhaupt nicht. Und ja, wir stimmen der Überweisung zur Beratung im Ausschuss zu. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Vielen Dank.